Heute sind wir im Güterzugdienst unterwegs, und zwar mit der 185 von Railpool bzw. von Cargonet. Das ist die 185 709-4. Hinten haben wir noch Dostos, da hinten noch eine 363. Und wir stehen hier gerade in Aachen Hauptbahnhof, wie unschwer zu erkennen ist. Hier vorne noch ein Talent 2. Der fährt wohin? Der fährt nach Siegen. Das ist der RE9. Ach, schaut an, hat jetzt gerade die Lichter vorne angemacht und fährt jetzt gleich, glaube ich, los. Wen haben wir hier? Das ist der RE1. Ach, Köln Hauptbahnhof. Hier sind wir. Wir haben schon Fahrt. Und ja, sonst steht hier gerade nichts. Was ist hier angekündigt? Ein Intercity nach Köln und ein Intercity Express nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Da vorne haben wir noch eine 185 und eine 187, also die beiden Taktgenerationen hintereinander aufgereiht. So, dann stehen wir einmal auf und schalten uns LZB, PZB und die SIFA an. Spitzensignale bitte an. So, Fahrtrichtungswender. Genau, hätte ich jetzt auch so gesagt. Dann sind wir soweit abfahrbereit. Mittlere Zugart, VMAX 120, Bremsen lösen und auf geht's. Vielleicht noch den Sander. So, alle Wagen sind in Bewegung. Meine Güte, ist das ein langer Zug. Dann können wir jetzt ein bisschen beschleunigen. Eine Parallelausfahrt. Ah, der muss aber vor dem Signal warten. Es ging ein haltzeigendes Signal angefahren. So, wir dürfen ausfahren mit 40, das heißt, wir befreien uns. Ich bin mir leider nicht zu 100% sicher, woher genau das Repaint stammt. Ich werde mich da auf die Suche begeben. Und das Repaint hoffentlich verlinken in der Videobeschreibung, sofern ich weiß, wo genau ich es her habe. Das ist nämlich das Doofe. Ich bin mir da nämlich gerade nicht 100% sicher. Vermutlich aus dem Creators Club. Vermute ich jetzt einfach mal. So, ich glaube, wir können jetzt auch mal die AFB anmachen. Dazu einmal den komplett nach vorne gelegt. Leistungsregler runter, AFB an. Und jetzt AFB auf die 40 runter. Und jetzt können wir die Leistung wieder aufschalten. Praktisch das New Journeys, der New Journeys Reisemodus bzw. Fahrplan. Also
kein Szenario oder sowas, sondern es ist einfach der ganz normale Fahrplan. Hier mit der 185 aus, ich glaube, die ist aus Dresden-Wiesa. Müsste eigentlich, weil hier ein Soundmod noch drauf ist vom Justus. Das bedeutet also, das ist die 185 von Dresden-Riesa. Vorbei an den abgestellten Dostos. Eine 363 ist da hinten auch, ne? Die rangiert wohl die Dostos hin und her. Schön, wie das hier so aufgereiht ist, ne? So ab hier dann sogar 120. Und ab hier sogar 140. Das braucht uns aber nicht kümmern, weil wir dürfen ja nicht schneller als 120 fahren. Denn wir dürfen nicht schneller als 120 fahren. AFB hoch auf die 120. Gut, eine halbe Stunde soll es in etwa dauern heute. Interessant. Dieses Signal hier, das heißt wohl, dass hier früher mal noch ein Gleis lag, oder? Fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Ja, die hügelige Gegend hier um Aachen herum ist übrigens sehr, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. War ich auch schon mal. Sieht sehr schön aus hier. Das ist natürlich jetzt was ganz anderes als eine Dampflok fahren, ne? Also die Entspanntheit hier ist auf einem ganz anderen Level. Und das Einzige, was ich jetzt gerade mache, ist hin und wieder monoton die Siefer betätigen. Und das war's. Sagen wir mal so, ist es, glaube ich, nahezu unmöglich, in eine Dampflok in Sekundenschlaf zu verfallen. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich bin mir auch sicher, dass es noch nie passiert. Weil das, glaube ich, physisch einfach nicht möglich ist. Weil man sich da so viel bewegen muss. Während das hier natürlich durchaus passieren kann. Aber dafür gibt es halt eben die entsprechenden Sicherungssysteme, ne? Also unter anderem die SIFA. So, 120 gelten ab hier.
Ups, der hat unseretwegen, glaube ich, ein bisschen Verspätung. Sorry. So, wir müssen ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, weil gleich 110 gelten. Ich mache das mal mit der E-Bremse. So, die Bremse wieder lösen. Und einmal die AFB auf 110 runtersetzen, Leistung wieder aufschalten. Einmal durch den Tunnel. Einmal so eine kleine Umleitstelle vor dem Bahnhof. Das ist hier links auch ein RE9 vermutlich. Und wir dürfen immer noch 110 fahren. Ja. Bahnübergang, der ja eigentlich animiert ist. Hat leider keinen Sound. Der müsste theoretisch aufgehen. Ich behalte einmal das HUD hier vorne auf, um zu sehen, ob hier nicht irgendwie ein Signal kommt, das man in irgendeiner Form bestätigen müsste. Das ist auch nicht schön hier vorne. Es kann natürlich immer sein, dass irgendwie so ein Gegenzug oder sowas kommt, ne? Ach, na gut, dann nicht. Finde ich auch ganz schön hier, dieser verwitterte alte Bahnsteig. Kleiner Haltepunkt mitten im Nirgendwo. Das finde ich übrigens auch ganz schön hier, die Windkraftwerke. Die sind je nachdem, wie viel Wind man einstellt, bewegen die sich mit entsprechender Geschwindigkeit. Ich habe hier ganz viel Wind eingestellt heute und dementsprechend bewegen die sich jetzt auch tatsächlich ganz, ganz schnell. Das finde ich schon richtig cool gemacht. Das ist so ein kleines Feature, das ich aber total super finde.
Okay, ja, immer noch gut 42 Kilometer vor uns. Da haben wir noch ein bisschen Weg. Aber bisher eine recht unauffällige Fahrt. Keinerlei PZB-Action. Lediglich die Sifa hält uns ab und an noch wach. Mal schauen, vielleicht ändert sich das aber auch noch. Spätestens wenn wir in der Nähe von Köln Hauptbahnhof sind, kann es natürlich sein, dass da eventuell die ein oder andere Zugbeeinflussung erfolgen wird. Wobei an diesem Bahnhof hier, der wie folgt heißt, Langer Wehe. Wir haben natürlich hier auch eine Karte, aber die bringt uns halt leider nicht viel, weil hier keinerlei Namen eingezeichnet sind. Ups. Ja, die Strecke ist an sich jetzt nicht besonders spektakulär und auffällig, muss man halt auch sagen. Zwischen Köln und Aachen ist halt nicht so viel. Nur der Bereich um Köln herum ist natürlich interessant aufgrund der ganzen Gleisanlagen. Und der Bereich um Aachen auch wegen der Gleisanlagen. Und so ein bisschen auch landschaftlich durchaus etwas hügeliger. Aber ansonsten die Mitte zwischen Köln und Aachen ist einfach wirklich nur landwirtschaftlich betriebenes Feld. Es könnte auch hier Hamburg-Lübeck sein, wo wir gerade hier unterwegs sein könnten. Da ist halt nicht groß ein Unterschied, ne? Dementsprechend finde ich halt, also Streckenauswahl ist bei DTG, war zumindest in der Vergangenheit eher mittelmäßig, aber seit Dresden-Riese hat sich das meiner Meinung nach doch stark gewandelt, dass jetzt mittlerweile doch die etwas interessanteren Strecken auch nach und nach erst in den TSW hineinschaffen. Dresden-Riesa ist ja schon landschaftlich wirklich sehr interessant, vor allen Dingen einfach, weil es diesen netzwerkartigen Verbindungsstyle hat, die ganze Strecke, mit diesen verschiedenen Wegen, die man nehmen kann, mit den verschiedenen Abzweigen, mit den verschiedenen Stichstrecken. Und landschaftlich auch durchaus gut anzusehen. Denn einerseits natürlich um Meißen herum, absolut wunderschön dort. Bahnanlagen technisch um Dresden, natürlich absolut der Wahnsinn, was da so zu finden ist. Auch um Meißen herum, durchaus nicht uninteressant. Und Dresden-Chemnitz natürlich auch landschaftlich absolut die schönste Strecke im TSW, ne? Ganz klar. Und diese Art Strecken finde ich sowieso prinzipiell viel, viel schöner. Also sowas wie auch zum Beispiel Main-Spessart-Bahn oder Rosig-Nord finde ich viel, viel schöner als zum Beispiel hier Köln-Aachen. Auch keine schlechte Strecke, aber auch nicht unbedingt die schönste, landschaftlich gesehen, die schönste aller Strecken. Was man halt hier gut machen kann, ist den ICE ausfahren, einmal auf 250 km/h. Davon wurde auch so ein bisschen die Strecke ausgewählt, ne? So, hier ist eigentlich LZB. Aber irgendwie werden wir nicht in der LZB aufgenommen. Aber ich glaube, die 185 ist sowieso, die hat zwar, glaube ich, LZB, aber irgendwie ist die, glaube ich, verbuggt. Kann das sein? Ist ja auch egal. Brauchen wir sowieso nicht.
Genau, und so von der Auswahl der Strecken her, finde ich, ist es jetzt aber seit Dresden-Riesa doch ein bisschen anders geworden, ein bisschen besser geworden. Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, was so als nächstes kommt. Die neue deutsche Strecke, von der wir ja immer noch nicht so genau wissen, wo genau, von wo nach wo, mit welchen Zügen. Aber ich glaube, es wird halt auch wieder eine landschaftlich gesehen interessante Strecke. Oder zumindest eine, die vom Netzwerk her eine interessante Karte bietet. Also mit vielen Verbindungen, mit vielen Stichstrecken und so. Dann ist es auch okay, wenn sie landschaftlich nicht die interessanteste aller Strecken ist. Man kann ja nicht alles haben. Wobei ich halt sagen würde, das Hauptkriterium wäre schon, dass die Szenerie einfach schön ist. Das ist so für mich das, was am ehesten noch eine Rolle spielt. Dass man sich einfach auf einer schönen Strecke befindet. Meinetwegen kann es auch eine eingleisige Nebenbahn sein, aber dafür halt eben einfach streckentechnisch unglaublich schön ausgestaltet. Habe ich tatsächlich viel lieber als, ja, weiß ich nicht, irgendwie so eine Rennstrecke wie die LGW, die ja auch cool ist und ich fahre da auch sehr gerne. Aber ich fahre lieber ehrlich gesagt auf Dresden-Chemnitz. Und ich hoffe halt eben, dass die neue Strecke auch landschaftlich was zu bieten hat. Am besten irgendwas am Wasser. Ich hätte ja sehr, sehr gerne irgendeine Strecke am Rhein oder an der Mosel. Die Moselstrecke wäre natürlich was. Aber auch irgendwie am Rhein zwischen Köln und Koblenz oder zwischen Koblenz und Mainz oder Mainz und Frankfurt. Die Strecke hat ja richtig was zu bieten. Oder Freiburg-Basel. Sowas eben. Ich glaube, Berlin-Frankfurt an der Oder hat auch was recht Schönes landschaftlich zu bieten. Ah, eine 112. Der WFL. Okay, 30 Kilometer noch. Was ist das am Himmel? Ist das eine Straße? Warum fliegt da eine Straße? Ich habe eigentlich nichts in meinen Einstellungen dahingehend verändert, dass hier eine Straße fliegen sollte. Also ich habe nichts an den Engine-Einstellungen verändert. Eine Mod halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Weg ist er. Okay.
Vielleicht sollte ich mal Mulder und Scully anrufen. Falls jemand weiß, was ich damit meine. Auch eigentlich ganz interessant, dass wir hier über die Schnellfahrstrecke geleitet werden und nicht über die S-Bahn-Gleise. Aber das scheint wohl einfach damit zusammenzuhängen, dass es halt entweder gerade so eine kleine Lücke ist im Fernverkehr und wir die halt ganz gut nutzen können, ohne die S-Bahnen auszubremsen. Oder prinzipiell ist das in diesem Sinne ja nicht nur eine reine Schnellfahrstrecke in diesem Sinne, sondern auch eine Umgehungsstrecke für alle Züge, die nicht halten zwischendurch die ganze Zeit. Schade, dass auf der Autobahn nichts los ist. Das ist die A. Nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen, welche Autobahn das ist. So, hier die Schachbretttafel. Schön, dass sowas verbaut ist. Galt natürlich für das Gleis hier vorne, nicht für uns. Also ich glaube, man nennt die Dinger im Volksmund Schachbretttafel. Der professionelle Ausdruck ist sicherlich ein anderer. Auch ganz interessant, so die Strommasten, dass das hier diese Betonmasten sind. Was kommt uns da vorbei? Eine 187. Baumstämme. Hat doch sehr, sehr schön die Zugschlusstafeln drauf gehabt. Haben wir sie eigentlich auch dran? Jawohl. Haben wir. Signal ist grün. So soll das sein. Ja, man merkt, wir kommen jetzt mal langsam so in die Nähe von Köln Hauptbahnhof. Das bedeutet, dass jetzt auch ein bisschen der KI-Verkehr zunimmt. Das ist ja sowieso bei diesem New Journeys Pack so, dass da der KI-Verkehr ordentlich da ordentlich noch was dazugekommen ist. Das war ja praktisch dieses Erweiterungspack, das es gegeben hat für das Basisspiel, wo man auf Köln-Aachen ja einen neuen Fahrplan bekommen hat, inklusive der 423. Für Sandpatch Grade hat man, glaube ich, eine Lok in einem Repaint bekommen, in so einem historischen Grau. Und für die Bakerloo-Line weiß ich gar nicht. Das war auch, glaube ich, ein Repaint, ne? Ja, doch. Haben wir uns, glaube ich, noch nie zusammen angeguckt. Können wir mal machen. Ich sehe, das Signal ist auch hier grün. Vielleicht werden wir gleich noch überholt. Aber ich sehe nichts. Vorbei an den nächsten S-Bahn halten.
kleiner Haltepunkt hier. Was haben wir hier? Was ist das? Keine Ahnung. Vielleicht eine ehemalige Brücke? Weiß ich gar nicht. Das ist auch schön hier, die Kirche. Sofern es überhaupt eine war. Ja, Sifa, ich bin noch wach. Noch. Okay, 13 Kilometer noch. Hier vorne wieder diese super hohe Fußgängerbrücke. Die finde ich immer wieder faszinierend. Müssen wir hier ordentlich mal Leistung aufschalten. Wir werden nämlich immer langsamer. Noch eine S-Bahn. Ich nehme mal ein bisschen Sand mit dazu. Ich verstehe halt nicht so ganz, warum wir wirklich nicht in der LZB mit aufgenommen worden sind. Aber na gut, dann ist es so. Ich dachte nämlich, dass die Lok LZB verbaut hat mittlerweile, aber die funktioniert wohl nicht so ganz. Aber okay, wir brauchen sie auch nicht. Das ist zwar keine Entschuldigung, warum sie nicht funktionieren sollte, aber in diesem Sinne schränkt es uns ja auch nicht ein. Wäre jetzt was anderes, wenn wir jetzt ICE fahren würden und da dann die LZB nicht funktionieren würde, das wäre natürlich was anderes, aber jetzt hier, wo wir eh nicht schneller als 120 dürfen, macht es auch am Ende keinen Unterschied mehr. Ich weiß gar nicht, muss man eigentlich die LZB anhaben, wenn man sie verbaut hat? Also klar, als ICE kann ich mir durchaus vorstellen, ergibt es Sinn, dass die LZB immer an sein sollte. Aber so als Güterzug, der jetzt, sagen wir mal, der jetzt in der unteren Zugart unterwegs ist, also maximal 100 km/h fahren darf, gibt es da in diesem Sinne einen Zwang, eine Richtlinie, eine Verordnung, die vorschreibt, dass die LZB an sein muss, sofern sie verbaut ist? Bisschen mehr E-Bremskraft bitte. Ich möchte jetzt nämlich hier nicht zu schnell werden.
das ist die S-Bahn nach Düren. Düren. Ripet ist auch schön, ne? So 5 Kilometer noch, also ein bisschen vorsichtig jetzt mit der Außenkamera, weil bestimmt gleich irgendwann eine Langsamfahrtankündigung auf uns zukommen wird. Denke ich mal. Rechts schön die Flankenschutzweiche, heißt das, glaube ich, ne? Achso, wir werden immer langsamer, ein bisschen Leistung aufschalten. Wobei, ja gut, schon 1,5 Kilometer dürfen wir eh nur 100 fahren. Also lasse ich es auch direkt mit der Leistung sein. Und das ist eh die Ankündigung auf 60. Also schnell runter mit der Geschwindigkeit. Bitte. Keine Zwangsbremsung, bitte. Danke. So, Bremse löst sich langsam. Und ab hier gelten die 60. Steigen wir auch direkt mal in der AFB mit ein. Und wir haben halt zu erwarten. Vorne ist auch ein ICE. Das wird natürlich bestätigt. Und müssen dann 1 Kilometer anhalten. Also Leistung runter. Oh, der wartet sogar auf uns, bis wir da vorbei sind, ne? Yeah. Einmal mit der E-Bremse schön reinbremsen. Sorry. Los. Und wir müssen da vorne halten. Also einmal schön mit der E-Bremse runter. In den niedrigen Geschwindigkeitsbereichen ist sie natürlich nicht besonders gut. Nicht besonders stark. Aber wir bremsen mal so weit mit der E-Bremse runter wie möglich und den Rest machen wir dann gleich mit der Zugbremse. Hier ist der 500 Hertz Magnet. 500 ist jetzt an. Da ist noch ein Talent 2. Was ist das hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie cool ist das denn bitte? Was auch immer das genau ist, weiß ich gar nicht, aber irgendwie so eine Art B- oder Entladung von irgendwas. Noch ein paar Meterchen. Na, komm.
Achso, wobei wir stehen jetzt, glaube ich, komplett offen. Ja. Dann können wir jetzt anhalten. Können wir doch nicht. Oh, wir müssen noch weiter nach vorne fahren. Komm schon. Na? Ja, komm schon. Sehr gut. Sehr gut. Fahr weiter. Hier hinten bewegt sich, glaube ich, noch nichts. Na doch, jetzt langsam. Wobei, nö, hier bewegt sich noch gar nichts. Doch. Mach mal Folgendes. Okay, sehr gut. Na. Einmal die AFP bitte aus. Wisst ihr was? Ich werde mich in Ruhe darum kümmern, dass dieser Zug hier noch gescheit ans Signal vorfährt. Das müsst ihr euch ja nicht antun. Ich danke fürs Zusehen. Alles Liebe, alles Gute.